Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Guardians of the Galaxy. Ich rate dir, keinen Ärger zu machen. Du kriegst keine Sonderbehandlung, Terraner. Da irrst du dich. Ich und Cosmo, wir verstehen einander. Irgendwie ja schon. Okay, wo wollte ich das letzte Mal hin? Hier? Wie immer. Du wirst auf der Tanzfläche der Burner sein. Solange du an meiner Seite tanzt. Aber natürlich, wir sind die Rhythmioten. Ich denke, an dem Namen sollten wir noch arbeiten. Der Name ist nicht so wichtig wie die Moves. Und die haben wir. Ja, wahrscheinlich. So, gönnen uns noch ein bisschen Zeug. Genau, du warst halt das mit den Teilen. Gut, ich glaube, dann gehen wir noch mal weiter hier Richtung... Um mal irgendwas Rosanes. Und ich glaube, wir müssen ja eh hin. Ja, da war's. Ich glaube, allzu viel haben wir jetzt auch nicht verloren hier. Hier hatten wir, glaube ich, schon geredet. Ich glaube, da bin ich nochmal umgedreht. Das riecht hier so komisch. Ja, von daher. Von hier aber auch exotische Sachen. Hallo. Sieh dich an. Nur Haut und Knochen. Schleichst du trübselig über den Markt. Du brauchst eine warme Mahlzeit, dann geht's dir gleich besser. Also. Hast du Hunger oder was? Ja, komm, 500 können wir uns ja gönnen. Appetit schon, was gibt es? Sugar Dogs, Nudeln, Kabobs und Fumkuchen. Was darf sein? Können wir die Nudeln nehmen? Ich glaube, da freut sich dann Gamora, oder? Von den Nudeln habe ich gehört. Die probiere ich mal. Könnte etwas scharf sein für einen Terraner. Bist du sicher? Ich kann alles essen. Ist ja dein Magen. Wohl bekomm's. Ich glaube, ich hatte was gebissen. Das war ein Volltreffer. Schön, dass es dir geschmeckt hat. Willst du noch was anderes? Nö, ich glaube erstmal nicht. Danke. Das war's für mich. Danke. So, können wir doch irgendwas abscannen? Ah, ich glaube nicht. Gustavs Fotoloch, lecker. So. Und noch einiges hier. Der Spirit Tree. So, aber ich glaube, ich versuche halt, dass ich jetzt einfach über... Ich weiß nicht, ob mir noch irgendwelche Kosten nachher entgegenkommen, aber ich versuche einfach mal, dass ich über 10.000 Units bleibe. Das heißt, jetzt werde ich hier nichts mehr großartig kaufen. Zumindest nichts Teures mehr. Nee, nichts mehr kaufen. Ah ja, hier haben wir noch Loot. Sehr schön. So, vielen Dank. Das blöde Kontrollfeld wurde überlastet. Wir sollten Brandflecken haben, aber ich sehe nichts. Ich weiß schon lange, dass ich mich von Kabeln fernhalten sollte. Ja, auf jeden Fall. Ich
Sonst noch irgendwas? Nö. Okay. Scannt haben wir den Tree ja schon. War hier? Ah, Drax, okay. Schöne Aussicht auf jeden Fall. Na dann, erzähl doch mal. Drax, Kumpel. Ist alles okay? Glaubst du, das hier ist der Rand des Universums, Peter Quill? Ja. Ja, weil es so ist. Also, das ist, was du tun musstest? Aufs Beobachtungsdeck gehen und den Riss betrachten? Nein. Ich wollte das Andenken an meine Familie ehren. Sie starben ohne Sinn. Ohne Ehre. Ich weiß, was du meinst, Mann. Meine Mom. Bis die Chitauri kam. Sie ist auch ohne Grund gestorben. Einfach. Erschossen. Aber sie ist jetzt in einem besseren Ort. Oder? Laut Keteth-Religion muss man zum Erlangen von Uitath ein Leben führen, das einen Zweck hat. Wer dabei scheitert, den erwartet die Verbannung nach Sarduth. Unsere Familien wurden aus dem Paradies verjagt, Peter Quill. Ins Nichts. Deshalb bist du hier oben? Ja. Ich will ihnen nahe sein. Mit ihnen sprechen. Das klingt für dich vielleicht albern. Nein, nein. Gar nicht. Auf der Erde glauben viele, dass gute Menschen in den Himmel kommen. Und nach dem Tod mit ihren Lieben vereint sind. Klingt schön, dieser Himmel. Ja, nicht wahr? Der Gedanke, dass meine Mom dort ist, hat mich durch den halben Krieg getragen. Und mein Hass auf die Chitauri, bei denen ich gefangen war. Ah, du hast Rache ersehnt. Ja, ich denke schon. Als Thanos meine Familie ermordete, dachte ich, ihr vergeudetes Leben bekäme einen neuen Wert, wenn ich mich an ihm räche. Doch dann erkannte ich, Thanos kann man nicht töten. Du hast ihn getötet. Propaganda, Peter Quill. Um nach dem Krieg die Furcht zu mindern. In meinem Innersten weiß ich, dass er noch lebt. Wenn es dir nichts ausmacht, Peter Quill, würde ich jetzt gern allein sein. Oh, ja, klar. Peter Quill. Ja? Ich hoffe, deine Mutter ist tatsächlich im Himmel. Dankeschön. Ungewöhnlich emotional. Aber gut.
So, dann lass uns doch mal... ja. Richtung Turm. Turm. Da. Hoffentlich ist Cosmo im Büro. Brücke geschlossen. Geh weg. Sieht nicht geschlossen aus. Siehst Anzug? Nowhere Security. Super offiziell. Nimm anderen Weg. Gasse. Ich muss wirklich dringend zu Cosmo. Cosmo nicht im Turm. Er dort draußen, Star-Lord. In Gasse. Moment. Woher kennst du meinen Namen? Geh. Oder geh in Cosmo-Gefängnis. Deine Wahl. Na ja, toll. Dann nehmen wir doch mal die Alternative. Vielleicht gibt es ja noch mehr Loot. Was bist du? Wasseraufbereitungstank? Na gut, wird wahrscheinlich auch nötig sein. Abfallbehälter. Das ist. Gerade kurz über da hinten Drax ist, aber der hat in die andere Richtung geschaut. Na hier. Husch. Das ist Pizza? Scheint irgendwas Ähnliches. Pizzakuchen. Obwohl, das glaube ich echt mal wieder eine Idee wäre. So eine Kochsession mit Pizzakuchen. Gibt es irgendwas zu verpassen oder scannen? Nicht so wirklich, habe ich den Eindruck. Cosmo? Bist du da drin? Cosmo? Klar, überhaupt nicht seltsam. Cosmo ist bestimmt irgendwo in diesem Labyrinth aus verfaulender Gehirnmasse. Ja, höchstwahrscheinlich. Okay, ich muss Cosmo finden. Dann kümmere ich mich um das Team, falls ich sie finde. Ganz ruhig, das wird schon. Hast du Angst, Peter Quill? Ich bin eine unbesiegbare Bestie und fürchte nichts. Du hingegen wirst in diesem Labyrinth untergehen. Wirklich einigermaßen labyrinthisch. Wer ist da?
Ich hasse Labyrinthe. Vor allem die aus stinkendem Gehirn. Okay, Mann. Tief durchatmen. Tief durchatmen. Ja, schauen wir mal. Sieh dich an, du verflockter Mensch. Du endest bestimmt in einer dieser Verarbeitungsmaschinen. Ja, es geht doch nichts über der gute Gehirnmasse. Ich krieg hier noch einen Herzinfarkt. Ja, von Frachter. Ja, zu spät. Cosmo? Cosmo! Machen wir die schnell noch im Scannen. Aber hier gibt's noch Loot, guck mal. Sich gelohnt, hier hinzulaufen. Ich bin ja mal gespannt, wann Rocket wieder von unserer Seite ist. Wenn er wieder einigermaßen zufrieden ist, sagen wir mal so. Was könnte das jetzt wohl werden? Das ist nicht gut. Was haben wir denn da? Pass bloß auf, Star-Lord. Was macht denn ein mistfleckiger Terraner hier draußen, Rossen? Er versteckt sich, Garrick. Ja, Terraner verstecken sich ja immer. Jeder weiß, dass Terraner mickrig sind. Und gut schmecken. Wenn man sowas mag. Wir mögen sowas, wenn das Kopfgeld nicht wäre. Hey, Leute, ihr wisst nicht zufällig, wo Cosmos Büro ist, oder? Wenn ich das richtig verstehe, dann seid ihr hinter irgendeinem Typen von der Erde her, hm? Kein Ding, Mann, ich verstehe schon. Wir Erdlinge sehen alle gleich aus. Nicht so wie ihr. Euch kann man leicht unterscheiden. Ah, komm auf den Punkt, Terraner. Der Punkt ist, ich kann euch helfen, den zu finden, den ihr wirklich sucht. Terraner sehen alle gleich aus. Aber dieser Terraner hat ein Wort auf dem Rücken stehen, wie es im Steckbrief heißt. Welches Wort hast du da auf dem Rücken? I love nowhere. Oder vielleicht auch Star-Lord. Wie auch immer. Auf ihn! Okay. Na dann. Wir sollen einen Terraner mit Wörtern auf der Jacke einstampfen. Viele Leute haben Jacken. Ja, aber du bist der, den die Lady will. Also stirb am besten schnell. Moment. Ja, mal schauen. Wollte Lady Agent tot oder lebendig? Lady Age? Was auch immer Lady Helfender euch bezahlt, ich verdopple es. Keine Chance. Niemand verärgert Lady Age. Das Dreifache! Ich verdreifache! Jetzt hat er Angst, Rossen! Du wirst zerstampft, Terraner! Naja. Kennen wir uns nicht? Von dem einen Job auf Contract hier vielleicht? Sein Mund bewegt sich mehr als seine Sprungstiefel! So, macht das irgendwas aus? Nicht wirklich, ne? Okay, gut, dann müssen wir mal wechseln. Können wir nicht einfach drüber reden? Sie wird dich an ihre Haustiere verfüttern. Okay, okay, okay. Time out, time out. Alter, ich bin außer Puste. Jungs, es ist völlig klar, dass wir gleich stark sind. Ha, sind wir nicht.
Wir sind absolut unbesiegbar. Oh, das ist blöd. Aber wir sind doch alle Profis hier, oder? Stimmt's. Wir finden bestimmt eine Lösung. Peter, schieß jetzt! Wir müssen sie auseinanderhalten! Okay. Du musst sie trennen, bevor du schießt, Peter! Gut zu wissen. Zeit für den Stiefel! Mach dein Ding, Gamora! Dachte schon, du fragst. Sie haben uns beobachtet, seit wir auf Nova gelandet sind. Beweg dich nicht so viel. Gutes Timing, Gamora. Noch eine? Sie machen sich bereit. Jetzt raus. Welche gibt's noch? Sie haben uns beobachtet, seit wir auf Nova gelandet sind. Und der kommt mir nicht. Ah, jetzt. Okay. Ich mach dich kaputt. Sei vorsichtig! Ha! Da bin ich mal angestrengt. Jetzt ist es fast ein fairer Kampf. Die Neue ist ziemlich schnell. Dafür ist sie ja da. Zerhack sie! Bin schon dabei! Aufgehört, okay. Habt ihr uns vermisst? Na dann. Wir müssen sie zerstreuen! Mhm. Rechts, links. Ihr beiden habt eure Chance vertan! Wir machen euch trotzdem fertig! Genau diese Ableckung habe ich gebraucht! Lady H ist wirklich wütend auf euch! Zeig's ihnen! Keiner wird's kommen! Greift sie an, wenn sie getrennt sind! Ich habe schon größere Gegner besiegt. Sie versteckt sich hinter ihrer Panzerung. Ich mach Teamwork gar nicht, wenn die andere Seite es einsetzt. Tja. Jetzt ist die Zeit zum Angriff. Was zum... Peter! Was passiert hier? Ich hätte gerne meine Waffe wieder. Wahrscheinlich kriege ich jetzt eine neue Fähigkeit. Komm schon, der ist echt krass. Zombies überfallen die Erde und eine Handvoll Kinder muss sie alle umnieten. Oh, natürlich erinnerst du dich daran. Wenn ich frage, hast du dein Essen dabei, guckst du wie ein Schaf, wenn's blitzt. Ich pass auf mich auf, Ma, das mache ich doch immer. Nicht so voreilig. Bevor du gehst, reden wir noch über etwas, das ich dir mitgeben will. 20 Mäuse? Übertreib's nicht. Sagen wir, es ist ein Geschenk von deinem Dad, das überfällig ist. Es liegt oben auf meinem Bett. Geh und hol's her, ich mach noch die Küche fertig. Wir machen's gemeinsam auf. Mhm. Genau, da waren wir auch beim letzten Mal. Der Kuchen sieht super professionell aus. Ist der sicher nicht gekauft? Spar dir die Schmeichelei, Peter. Ja, genau, das hatten wir auch. Ist hier noch irgendwas Neues? Ich glaube ja nicht, oder? Okay. Ein ganz schön Blümerand, das Ganze hier. Hey, Kubrick. Kumpel, egal wie lange du hier auf Opa und Oma wartest, sie kommen nicht zurück. Tut mir leid. Mhm.
Ja, ich glaube, dann haben wir hier auch erstmal alles. Hier war ja auch schon alles mehr oder weniger, ja, begehbar beim letzten Mal. Ich vermisse sie sehr. Oma hat mich am Sonntag immer zu Botengängen mit in die Stadt genommen. Auf dem Rückweg gab's immer ein Eis. Sogar im Winter. Okay, das konnte ich glaube ich noch nicht. Ich glaube, die Session ist bei mir halt auch schon 3-4 Wochen näher, mindestens. Na gut, nachdem du hier nichts mehr zu sagen hast. Ja, genau, da war das Geschenk. Ah, genau, das Teleskop. Da haben wir, glaube ich, auch alles. Da erinnere ich mich jetzt wieder dran. Okay. Dann bin ich doch jetzt mal gespannt. Klar, dass du nicht wartest. Weißt du, was Geburtsrecht heißt, Peter? Das ist, was das zu dir gehört. Wie dein Name. Bevor dein Vater wieder ins All geflogen ist. Ach, Mom. Ich weiß, es klingt verrückt und du wolltest mir nie glauben, aber es hat sich was geändert. Und ich brauche dein Vertrauen mehr als jemals zuvor. Und das hilft vielleicht. Wow. Ganz langsam, Cowboy. Die gehörten deinem Vater. Ich dachte, er hätte die zu unserem Schutz dagelassen. Aber es könnten auch Briefbeschwerer sein. Aber wenn sie es schaffen, dich davon zu überzeugen, wer er wirklich war, dann sind sie vielleicht Schutz genug. Schutz wovor denn? Dein Vater war nicht nur von einem anderen Planeten, er war jemand Bedeutendes. Und als solcher hat man Feinde. Was meinst du mit jemand Bedeutendes? Er war ein König. Über eine ganze Welt. Namens Spartax. Sehr weit entfernt. Und er war ein großartiger König. Und wie du dich um andere kümmerst, zeigt mir, dass du auch mal so wirst. Aber herrschen ist niemals leicht. Dein Vater ging weg, um uns zu beschützen. Das hat 13 Jahre funktioniert. Aber jetzt ist etwas unterwegs. Wir werden beobachtet. Mom, wenn du unbedingt ein Spiel spielen willst, dann sag es doch einfach. Hoffentlich irre ich mich, Peter. Das meine ich ernst. Doch als Königssohn, egal auf welchem Planeten, trägst du für den Rest deines Lebens eine Zielscheibe auf dem Rücken. Ich weiß, du bist sehr mutig. Aber du musst auch klug sein. Es kann sehr schnell gefährlich werden. Ich lass mal Kubrick raus. Bin gleich zurück. Echt krass. Oh, Scheiße. Nein!
Okay, dann würde ich sagen, kümmern wir uns das nächste Mal drum. Ihr habt euch die falsche Farbe ausgesucht. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Ich werde euch